Willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords. Wir sind hier auf Kila und reden gerade mit Harry, müssen eine Lieferung abgeben. Wir sind hier im Piratenlager und wollen uns hier ein bisschen umschauen. Ich habe einen Brief von Kilian für dich. Zeig her den Lappen. Steht zwar nichts von Interesse drin, aber wenn mal das Papier alle ist. Okay, das wollte ich echt nicht wissen. An die raue Mundart hier wirst du dich gewöhnen müssen. Da, nimm das Gold als Belohnung. Danke nochmal. Wie ist die Stimmung hier im Lager? Beschissen. Douglas ist weg. Und ich wette, Buß hat was damit zu tun. An Schlaf ist dir fast nicht mehr zu denken. Ehe du dich versiehst, hast du ein Messer im Rücken. Und in den Dschungel abhauen ist nicht. Der Eingeborenenstamm mag keine Fremden. Für den Anfang wäre mir schon wohler, wenn jemand nach Douglas sehen würde. Ich werde Douglas suchen. Tu das. Hoffentlich findest du ihn in einem Stück. Ich verliere nur ungern einen guten Mann. Du siehst wie ein guter Kämpfer aus. Naja, ich will ja nicht überheblich wirken. Aber den einen oder anderen Trick habe ich schon drauf. Seekämpfe und Meutereien machen einen hart, weißt du? Wieso fragst du? Möchtest du, dass ich dir das Kämpfen beibringe? Naja. Bei dieser Spinnenplage auf der Insel ist es nicht verkehrt, sich verteidigen zu können. Du sagst, du schuldest ihm noch eine Lieferung. Ei. Wer ist Douglas? Ich suche die Piratenbraut Patty. Verklickt, aber auch, tatsächlich? Auch was willst du denn von der frechen Kratzbürste? Sie ist meine Schwester. Ach so. Na dann, nichts für ungut. Sie ist schon vor einiger Zeit von uns gegangen. Im Norden von hier, gegenüber der großen Bucht, gibt es eine vorgelagerte Insel. Mhm. Dort hat Patty ihr Lager aufgeschlagen. Wenn du Glück hast, ist sie immer noch dort. Ah ja, danke. Wer ist Douglas? Leichtmatrose. Pfiffiger Bursche. Kann gut klettern und einen Säbel schwingen. Wir haben ihn losgeschickt. Er sollte die Gegend beobachten. Welche Gegend? Na, hier ums Lager herum. Er hat sich in Richtung des kleinen Strandabschnittes im Osten aufgemacht. Vielleicht ist er auch in einer der Höhlen hier verschwunden. Ich möchte mehr über die Meuterei wissen. War eine ganz schöne Schweinerei. Bruce glaubt, dass Patty das Piratennest auf Takarigua in Brand gesteckt hat. Ich habe ihm vertraut, wie wir alle. Wer weiß schon, was in so einem Frauenschädel vorgeht. Aber kurz nachdem wir hier an Land gingen, hat sie sich mit einem beherzten Sprung ins Wasser aus dem Staub gemacht. Zähes Biest, sag ich dir. Was kannst du mir über Hawkins erzählen? Redet ständig mit sich selbst. Da stimmt irgendetwas nicht mehr in seiner Kombüse, wenn du verstehst, was ich meine. Ist aber sonst ein verlässlicher Kerl. Leider machen sich die Jungs wegen dem, was er von sich gibt, langsam ins Hemd. Weicheier. Wie stehst du zu Buse? Hey, ich war stets loyal. Bin ihm gefolgt, selbst als er gegen Patty gemeutert hat. Aber inzwischen glaube ich, dass er den Verstand verloren hat. Ich sage dir, nimm dich vor ihm in Acht. Kann ich machen. Du schuldest ihm nur eine Lieferung? Boah, Junge, komme nicht mit der Geschichte. Hast du eine Ahnung, was Booster von mir verlangt hat? Ein großes Fass Wasser? Nein, Mann! Spinneneier wollte er haben. 3 Stück. Und? Und? Mann, du hast echt keine Ahnung, hä? Die Dinger sind absolut giftig. Mit 3 Eiern könnte er das ganze Lager umbringen. Eigentlich hatte ich gehofft, er hat das Ganze nicht ernst gemeint. Und jetzt kommst du. Meinst du, er wäre dazu in der Lage? Das findest du nur heraus, wenn er seine Eier kriegt. Und darauf kann ich verzichten. Aber du bringst mich auf eine Idee. Feuervogeleier sehen eigentlich genauso aus. Und sind absolut harmlos. Wenn du der Sache auf den Grund gehen willst, könntest du ihm die vielleicht unterjubeln. Hm? Mach ich. Gut, mach das. Bin gespannt, was dabei herauskommt. Der Booster scheint ein zwielichtiger Typ zu sein. Den sollten wir demnächst auch mal aufsuchen. Was kannst du verkaufen? Nichts, was wir momentan benötigen. Ich will etwas lernen. Ja, nö, gerade nicht. Das war schon eine ziemlich große Sauerei, mich einfach in den Dschungel zu schicken. Halt doch die Fresse, ich wollte was machen. Na, die Piraten. Sie haben mich einfach weggejagt.
Alter. So eine Frechheit. Der Dschungel ist gefährlich. Ich könnte tot sein. Ich wollte ihn noch beklauen, ja, Mann. Könntest du. Bist du aber nicht. Wenigstens einer, der Mitleid mit mir hat. Geht. Es ist schon wichtig, gute Freunde zu haben, nicht wahr? So, jetzt aber Schluss mit dem Palaver. Wir haben ja noch einen Tempel zu plündern. Furchtbarer Typ. Schon mal einen Blick in Cunninghams Bücher geworfen? Ich bin am Reden. Perfekt. Nee. Kann ich lesen. Echt? Quatschen wir doch einfach mal ganz frech dazwischen, so wie Mut die ganze Zeit. Ah, sieh mal an, was die Flut angespült hat. Noch so ein Vogel. Ich hoffe, du hast Gold in den Taschen. Interesse an einem Geschäft? Von welcher Art Geschäft reden wir? Ah, ich sehe schon. Du ergreifst Gelegenheiten, wenn sie sich dir bieten. Pass auf. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der mir etwas besorgen kann. Lass mich raten. Dieser jemand bin ich. Na, du scheinst ja viel herumzukommen. Und die Aufgabe ist ein Klacks für jemanden wie dich. Du sollst lediglich auf Antigua meinen Bruder Flynn aufsuchen und ihn an mein Erbe erinnern. Warum hast du deinen Bruder nicht an das Erbe erinnert? Ich bin nie dazu gekommen. Ist schließlich eine weite Reise. Angst vor langen Reisen? Red keinen Scheiß. Ich hab keine Angst. Ich brauch keine Angst haben. Es gibt bestimmt das eine oder andere, was du noch von mir lernen kannst. Was da? Ich habe deinen Bruder Flynn auf Antigua getroffen. Den kennen wir nämlich dein schon. Sogenanntes Erbe ist nicht zufällig ein Schwertstück? Verdammt, dann weißt du also davon. Ich mach dir einen Vorschlag. Besorge mir sein Schwertteil und ich entlohne dich angemessen. Vergiss es. Gib mir das Schwertstück. Jetzt. Idiot. Da. Werd glücklich, du Penner. Machst du außer krummen Geschäften noch etwas anderes? Ich vertreib mir die Zeit beim Messerwerfen. Das schreckt die Ratten ab. So, so. Ich trainiere immer spät abends bis kurz nach Mitternacht. Wenn du Lust auf ein Spiel hast, gib Bescheid. Ich werfe immer gern um ein paar Münzen. Komm. So, speichern wir vor die Valerien den auch nochmal beklauen, wenn es geht. Perfekt. Haha, wen haben wir denn hier noch? Vielleicht auch mal erstmal umschauen. Am Feuer sitzt Red. Können wir noch irgendwas machen? Ja, rohes Fleisch, super. 2 Proviant. 4 Proviant. Wunderbar. Eine Truhe, kriegen wir die auf. Ja, mit dem Dietrich. Und dem System, das ich nach wie vor nicht checke. Okay, diesmal. Ich verstehe es einfach nicht. Ich mache einfach weiter hin und her. Irgendwann geht das schon auf. Die letzten Male ging das immer recht schnell. Diesmal wohl nicht. Oh nee. Echt nicht angehen, dass ich das nach der ganzen Spielzeit immer noch nicht gecheckt habe. Na gut. Ich damit aber auch nie groß befasst. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. La 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 la. Egal, wird nix. Ich werde mich mal erkundigen, wie das funktioniert. Scheiße. Nochmal einen neuen Spielstand zum Dietrich. Wie peinlich. Und dann kam da ein Tutorial, glaub schon. Kriegen wir das vielleicht? Das ist zu schwierig. So, was haben wir hier? Ein Jadestein. Fusel ist immer gut. Da ist doch noch was. Wieso? Da ist gar nichts. Ach, das sind 2 Kisten unten und durch die Lücke kannst du gucken und das sieht aus wie, wenn da noch was wäre. Das Rätsel ist Lösung. Hier ist ein Buch. Hallo, was machst du denn? Fleisch ist auch gut. Hier steht was. Also beschaffte er sich einen gewaltigen Diamanten und benutzte ihn als Klingenschärfer. Okay. Seine geschärften Klingen waren fortan sein Kapital.
Klingt, als wäre der Diamant noch zu haben. Mag sein. Huch. Was ist denn mit meiner Tastatur schon wieder los? Da vorne sind ein paar Viecher, damit die hier nicht zu nahe kommen, weil wir die mal beseitigen. Am Ende gehen wir irgendwie... Ja, wenn du dich immer so dumm in den Weg stellst und nichts machst, brauchst du dich nicht wundern. Der ist gleich tot. Es ist es ja, der Strahl. Wenn ich schieße und vor mir drei Leute stehen, dann trifft er alle. Auch dich, Mut. Wo ist denn Mut jetzt? Ach, da. Und Colby. Dann würde ich mal sagen, im nächsten Part sprechen wir weiter mit den Leuten, was es hier noch so zu entdecken gibt. Sieht auf jeden Fall recht anschaulich aus, das Piratenlager. Bis dahin. Kämpf endlich! Ich muss eigentlich den Affen killen. Ah! Zum Schluss ein Fail ist immer gut. Bis dahin. Ciao.